Oh, macht bei dir oben ist noch was eigentlich? Nee, der kommt da. Das ist auch doch hier. The Judge and Loda. Ich seh dich leider Judge. Nicht. Jetzt. Das Ding gibt es jetzt schon ein bisschen down. Kriegst du, oder? Ich krieg den ja. Ich auch. Aber mir einfach ist komplett auf. Ja, genau. Genau, hier verstecke ich mich auch immer. Nö, ich also, verstecke mich jetzt nur hier, weil du hier gerade stehst. Normalerweise geht woanders hin. Ah ne, das ist immer so meine Versteckstelle für den Konstruktor. Dann sehe ich den immer von hier aus. Dann weißt du, das ist ein bisschen einfacher für mich. So mache ich das normalerweise. Hauen die ganzen Raketen einfach. Ja, deswegen ja. Irgendwo dagegen und kann nichts passieren. Ich bin hier immer, es geht auch nichts. Achso, das noch zu wehren. Ja, hab ich schon gesehen. Den bräuchte ich mal ganz kurz. Da ist er. Nicht töten, bitte. So. Constructor ist tot. So. Weil wenn ich was Facelock habe, ich 100% erhöhte Feuerrate, 60% mehr Damage. Ach, okay. Ich kenne mit der anderen Klasse noch nicht aus, weil ich wollte erstmal mit Commander erstmal alles machen, soweit. Dann so die anderen Klassen so nebenbei. Ja, Kommando ist halt wirklich die Klasse, die am wenigsten Besonderheiten hat. Weil ja. Du dein Geschütz und musst halt auch irgendwie deine Fähigkeiten kombinieren. Oh, der ist schon weg. Der ist auch gut. Da ist noch unser Wehr. Noch mal so einer. Es kommt. Semi. Ja, also hat schon umgebracht. Ich weiß nicht, wie ich ihn umgebracht habe. Ich auch nicht. Ich habe ihn nur irgendwo gesehen auf der Karte, dann hast du ihn umgebracht. Und noch ein Surveyor da. Hallo, Mr. Badass. Boah, ey, die Surveyor, wie die aufregen, hey. Ja. So. Jetzt schau zu. Oh, schade. Magazin. Ja. Jetzt schauen. So kranker Scheiß, wie viel Damage die Sirene rausbringt. Ja, es ist richtig schön hier. Halt still. Müsste der nicht eigentlich davon weg sein? Was? Ich meine, den Konstruktor. Konstruktor ist doch weg. Ja, bei mir ist er noch angezeigt. Okay. Also es zeigt ihn nicht mehr auf der Karte an, aber sein Bild ist doch da. Ist weg. Bei mir. Komplett weg oder? Ja klar, komplett. Also der ist explodiert vorne irgendwann. Also du kannst bei meiner Aufnahme sehen, dann dass er noch da ist. Kannst du bei mir sehen. Das ist eine epische Pistole. Epische. 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 Ja. Kennst du mein Video zu The Warrior? Keine Ahnung. Nö, kenn ich nicht. Ja. Weil ich jetzt gerade sehe, den Boss nicht mit Feuer bekämpfen, ne? Mit Schock am besten oder ohne Elementar oder Explosionen.
Lag. Ja, Slag bringt bei ihm auch nichts. Feuer, Slag und Korrosion macht ihm gar nichts. Kennst du ein paar Safe-Spots da beim Boss, der dich nicht eingreift, muss nur noch die die Safe-Spots. Ja, das da unten ist übrigens noch ein Badass-Ding. Ich gehe da jetzt noch nicht runter, weil man stirbt dann. Aber mir kommt halt ein Badass-Ding noch. Willst du kurz runter? Mit einem stärkeren Schild vielleicht? Also wenn du da runter gehst, dann nach rechts. Gar nicht. Ha? Nee, einfach durch die Lava und dann rechts abbiegen. Da ist eine Kiste und kriegst noch ein Badass-Token. Aber du sollst vielleicht einen stärkeren Schild anziehen. Ich sterb ja eh, also egal was. Ja, aber wenn du auf dem Weg dahin stirbst, dann kriegst du nichts. Du stirbst halt erst, nachdem du die Kiste geholt hast, normalerweise. Nehmen das neue Schild dann, ne? Vorhin da ist 326.000. Also runter, runterspringen, dann runter, genau, und dann so darüber. Ja, okay. Ich kann dich auch retten, wenn du noch in Sichtweite stirbst. Aber wenn ich genau in der Reihenfalle, passiert nichts oder wie? Nee, da einfach da so runter springen, runter laufen. Du kriegst nicht so viel Schaden. Kannst wirklich bis dahin laufen. Dann bist du am Ende auch wieder sicher. Hintere, genau. Siehst du es? Ja, ein löschendes Feuer. Ja. Aber gerade so eben, wo mein Schild ausgegangen ist. Genau, und jetzt musst du dich auch nicht umbringen, weil ich kann ja einmal rausreisen, wieder reinreisen und dann bist du auch wieder da. Das ist so ein kleiner Trick, wie man da nicht sterben kann, wenn man halt einen dabei hat, der da nicht runter will. Aber hier, da geht's aber noch weiter, ne? Ja, du kannst dann da in den Tod rennen. Entspannt. Also, selbst wenn du den Wasserfall erreichst, also den Lavafall da, und darunter springst, bist du auch tot. Oh, out of range, also, da kommt Hyperion da keine und dann sagst... Keine Ahnung, ob diese Pfeilschilder da Trollschilder sind. Ja, 2K, ne? So. Kannst auch von hier oben, glaube ich, sogar anschauen. Du bist eine solche Bandit. Du und deinesgleichen haben Pandora mit ihrer Hass verdorben. Lauf nicht so weit vorn. Da habt ihr schlechtere Leitung. Was? Schlechtere Leitung? Ja, da bist du schon da vorne und ich bin noch vom Startpunkt. Ja, nee, das liegt daran, dass ich Horst bin, glaube ich. So, hier hättest du runterspringen können. Ja, cool gewesen, ne? Jetzt fällst du runter. Nein! Oh. Da hinten? Das war knapp. Und hier gibt's einen kleinen Trick, wenn du den Aufzug nicht benutzen willst, kannst du hier mit einem Raketenjump bis darüber springen, wenn du deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht hast. Geht ja, wenn dein Schild aufgebraucht ist und so Spaß. Nee, wenn mein Schild aufgebraucht ist, bei dir geht's. Mit diesem Speed-Glitch beim Kommando. Ich kann es dir bei Zeiten auch mal noch zeigen, wenn du willst. Ja, ich bin nicht so schnell. Ist doch wohl gut. Tschüss! Hinter dir ist noch ein Baulandzeichen. Nein! Also, jetzt hinter dir. Ja, genau. Und zwar... Hier. Bei mir. Ja. Was? Da. Ey, nein! Bist du jetzt wirklich auf meinen Kopf gesprungen? Oh mein Gott. Sehe die Aufnahme. Mein Gott. Oh Mann. Und nur, ja, ich weiß Geld raus, ich weiß, ja. Die 308.000. Threw it away. Threw it away. Ich weiß doch, ich bin doch eine Ruhe. So, irgendwie kurz noch Sachen verkaufen, weil höchstwahrscheinlich droppt dann eine legendäre Waffe. Ja,
ziemlich sicher sogar. Hab ich nur in Einzelspieler. Ich glaube auch nicht, aber in Einzelspieler-Modus ist das ein bisschen schwieriger, oder? Sniper habe ich. Es geht, also es gibt wirklich, wenn man normal bekämpft, ist ja eigentlich auch gut, ne? Gut, schaffbar. Wenn du mal stirbst, zeige ich dir mal ganz kurz was. Achso. Ich ja wieder nachkommen. Hier wird alles enden. Sobald Lilith den Schlüssel aufgeladen hat, kontrolliere ich den Krieger und rotte euch Banditen auf diesem Planeten aus. Wenn du zur Hölle fährst, kannst du deinen Kammerjägerfreunden einen. Ich komm gleich. Achso, den Trick. Oh, es sind viele Granaten. Oh yeah, Granaten. Ja, dann solltest du in dem Kampf sterben. Ja, dann hier rumstehen, ja. Dann kannst du da hoch. Und da ja, hoch, da habe ich dir, wo ich das zweite Mal gespielt habe, dann so gemacht. Ja, auf jeden Fall kannst du auf den Felsen auch noch hoch und dann kannst du einfach runterschießen. Ja, das ist ein bisschen einfacher eigentlich, wie ich finde. Also. Bleibst du da hoch oder was? Oder? Nee. Ich bin meine Waffe da. Ich benutze einfach mal Schock. Weil Feuer ist ein bisschen sinnfrei in den Kampf. Und wenn es geht, nicht die Rex abschießen, weil die nerven dann. Yeah. Ich facelocke ab und zu dann mal so die Kristallisten, aber das ist nur, damit ich halt. Ey, bitte Feuerrate. Feuerrate, ne? Genau. Dann halt töten, wenn man tot ist oder so. Du kommst genau rechtzeitig. Dann ist es ein der Schlüssel ist fast bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Er rächt seine Tochter? Mein Gott. Bist du das? Nein, das war der Falsche. Ah, nein, ich will nicht sterben. Nein, jetzt ist das. Ich hätte dich, keine Ahnung. Das geht schon. Ich hab eine Schere geschützt da mit Explosionsschaden. Der hat irgendwie. Ja, nicht ihn abschießen. Sondern den Surveyor da. Siehst du den? Na, den. Boah, jetzt kann ich den ganzen Rex an, oder was? Ja, das ist mein Geschützturm, tut mir leid. Der Typ nervt. Nein. Oh ja, wo sind kleine Gegner. Warte, ich sterb mal ganz schnell. Ja, dieses behinderte Schild von dem Loader. Ah, bin auch tot. Ja, schade. Ist denn nochmal von vorne? Nicht sicher, ob du rechtzeitig da warst. Der hat nicht so viel Leben. Der hat nicht irgendwie jo, HP was. Zu. Was eigentlich? Was machst du da? Nix. Oh, diese Geschütze aufregen. Oh, ist klar. Hier mich noch beim Runterspringen killt, ey. Ja, das ist weißt du ins Gras, Bandit! Was los? Ich spür deine Kugel ja gar nicht mehr! Ja, ist wieder ein Surveyor irgendwo da. lol. Ja, bringt nichts! Warum schmeißt du Granaten und alles? Keine Ahnung, vielleicht kriegt er den noch. Bisschen. Nein, der hat ein Schild! Ja!
frag mich gerade nur, woher er das Schild hat. Frag mich auch gerade. Ich sehe ihn nicht. Haben wir die Postzeit wieder gepackt? Ja, ich glaube schon. Und nun? Muss irgendwas bringen. Ja, Hier vorne ist ein Rack, ne? Ja, mich greift auch schon wieder ein Rack an. Nun? Interessant. Keine Ahnung, woher er sein Schild bekommt. Ich teste mal ein bisschen was. Habe ich das? Ja. Geht nicht. Schade. Ja, schön. Einmal wieder bei tot? Nö, bringt ja nichts. Wir müssen reloggen.